Danny für SmartRadio mit einem neuen Video und heute wollen wir einen kurzen Vergleich bringen und uns das Design von zwei sehr, sehr hübschen Fitness-Trackern angucken. Ich habe jetzt seit gut einem Monat die Withings Activité hier und ja, optisch gefällt sie mir sehr. Ich habe im Blog, verlinke ich unter dem Video, schon einen kleinen Vergleich geschrieben, ob die Unterschiede oder wie krass die Unterschiede eigentlich sind zwischen einem 400-Euro-Tracker, also was die Aktivität von Withings ist, und einem ja, 15-Euro-Fitness-Tracker, dem Xiaomi Mi Band. Es kamen sehr überraschende Ergebnisse zustande. Ja, guckt euch das mal an. Aber jetzt wollen wir auf das Design eingehen von der Withings-Aktivität und von der Aktivität Pop, denn was ein Zufall, die kam heute bei mir auch an. Das heißt, ich habe jetzt hier erstmal, so werde ich wahrscheinlich nicht vor die Tür gehen, zwei Fitnessarmbänder in Form einer Uhr an einem Arm, das sieht halt dann in Real also nicht so geil aus, sondern wirkt halt ein bisschen bekloppt. Aber ich habe die jetzt erstmal an einem Arm gemacht, um schon mal ein bisschen zu gucken. Ja, die Unterschiede können wir relativ schnell zusammenfassen. Ich mache das beide unten mal hier noch ab. Die Withings Activité, also das Topmodell, das für um die 390 Euro erhältlich ist oder vielleicht schon ein bisschen günstiger inzwischen, hat mehrere Unterschiede. Sie hat unter anderem ein Gehäuse und Materialien aus der Schweiz. Oder anders gesagt, sie wird nach ja, Schweizer Verfahren hergestellt mit entsprechend hochwertigen Materialien und hat deswegen auch dieses Made in Swiss Logo oder Made in Swiss, den Schriftzug, darf sie oder hat sie deswegen, was bei der Aktivität Pop nicht der Fall ist. Die Aktivität Pop kostet ja, so 240 Euro weniger und hat deshalb auch ein bisschen einen leicht anderen Look. Darauf gehen wir gleich ein. Leicht andere Materialien und noch andere kleine Unterschiede. Aber mich stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich eigentlich der Aufpreis von gut 240 Euro für die Aktivität? Das ist die Frage. Und wir wollen zumindest ja, die äußere Hülle uns angucken und schauen, was die Uhren so bringen optisch. So, dann schauen wir uns mal das Design der beiden Geräte an. Und zwar haben wir hier die weiße Uhr, also die Aktivität, und die schwarze ist die Aktivität Pop. Also die Pop-Variante, wie gesagt, die günstige Variante für um die 150 Euro, während die andere Variante so um die 390 Euro kostet. Wie gesagt, ein fetter Unterschied, der optisch sich gar nicht so schnell zeigt. Also, wir sehen hier auf der Frontseite ein gewölbtes Glas. Das können wir ja auch so mal darstellen. Hier ein wunderbar gewölbtes Glas, das sieht ganz cool aus, hat auch einen netten Effekt, optischen Effekt. Aber da gibt es schon den ersten Unterschied, denn die Pop hat wohl normal gehärtetes Glas oder so und die Aktivität hat hier Saphirglas verbaut. Also ich gehe mal davon aus, dass auch da schon ein doch starker Preisunterschied zustande kommt. Ansonsten ist das Design ja sehr, sehr ähnlich. Die Aktivität wirkt halt etwas filigraner, würde ich sagen, noch etwas schlanker. Also die Zeiger und so sind auch schlanker gestaltet. Ansonsten schreibt man bei der Aktivität von einem in der Schweiz designten Ziffernblatt. Gut, das hat man dann wohl für die Pop genauso übernommen, zumindest das Design. Bei den Materialien sollen sich ja beide Geräte unterscheiden, wohl auch beim Uhrwerk. Und zumindest kommt es so rüber, es ist ein bisschen, ja, Withings ist da ein bisschen ungenau, sage ich mal, was diese Informationen darüber angeht. Wir werden gucken, oder ich werde das natürlich auch sehen, ob vielleicht dann irgendeine Uhr zeitlich vorweg marschiert oder ob beide sehr gleich sind. Weitere Unterschiede gibt es an der Rückseite, allerdings optisch auch kaum sichtbar. Also klar, natürlich, die Pop ist in diesem Fall schwarz an der Rückseite und die normale Withings, die normale Aktivität in diesem Fall Stainless Steel glänzend, wenn man ja die Uhr vorher sauber gemacht hätte. Aber der entscheidende Unterschied ist, wie gesagt, Stainless Steel und das ist wohl, ja, keine Ahnung. Es fühlt sich Metallern an, kann aber auch Kunststoff sein, ich bin mir nicht so richtig sicher. Also auch hier ein entscheidender Unterschied. Beide Geräte sind aber bis zu einem gewissen Grad auch wasserfest und wasserdicht. Da unterscheiden die sich wiederum nicht. Sie unterscheiden sich auch nicht im Gewicht. Insgesamt bringen beide 37 Gramm auf die Waage, zumindest laut Datenblatt. Ein weiterer Unterschied ist, man sieht das natürlich am Armband. Wir haben hier einmal Kalbsleder, echtes Kalbsleder, und auf der anderen Seite haben wir halt hier ja, Silikon. Das Silikon fühlt sich natürlich nicht so geil an, ist aber praktisch, wenn man halt die Uhr auch am oder zum Sport dran lässt. Und des Weiteren kann man natürlich, wenn einem das Armband nicht gefällt, ihr seht schon, sich einfach ein anderes Armband
kaufen und das dann hier ganz easy austauschen. Da gibt es hier solche kleinen, ja, Bippose, wo man ganz leicht diese Klammer aufbekommt und das Armband lösen kann. Also das ist so im Vergleich, im Designvergleich, die Aktivität Pop und die normale Aktivität. Wie gesagt, unter dem Beitrag werde ich mal alles noch verlinken, was bereits jetzt schon online ist. Und dann kommt dann demnächst noch der Aktivität-Testbericht und natürlich dann auch relativ zeitnah der Aktivität-Pop-Testbericht. Beide Uhren unterscheiden sich auch in der Akkulaufzeit nicht, denn 8 Monate soll eine Knopfzelle hier ausreichen. Das ist schon ordentlich, worauf wir uns natürlich freuen, wenn wir so ein Gerät kaufen. Allerdings werde ich die Geräte keine 8 Monate haben und werde also nicht checken können, ob die Herstellerangaben hier stimmen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Bis bald.